Hallo zusammen, mein Name ist Christian, ich bin ein echter Privatdetektiv bei der Detektei Taute. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, um mehr über detektivische Themen zu erfahren. Und heute haben wir ein sehr spannendes Thema, und zwar, wie kann man denn GSM-Wanzen finden? So eine kleine Dinger hier, mit ganz einfacher Technik. Du darfst gespannt sein, bleib dran. Interessant ist ja gerade, wie man mit einfachen Mitteln solche GSM-Wanzen finden kann. Und gerade so eine Geräte wie den kleinen hier habe ich schon in unterschiedlichsten Videos vorgestellt, wie man damit zum Beispiel verdeckte Videowanzen finden kann und so weiter und so weiter. Die verlinke ich euch einfach mal unten in der Infobox. Um GSM-Wanzen finden zu können, muss man erstmal wissen, in welchem Bereich überhaupt GSM-Wanzen senden. Und das ist hier in Deutschland typisch der GSM 900er Bereich und der GSM 1800er Bereich. Und um die nachher mal zu finden, konzentrieren wir uns dann auf den GSM 900er Bereich ganz intensiv. Jetzt haben wir den Frequenzbereich der GSM-Wanze geklärt und jetzt sollten wir dazu natürlich dann eben entsprechende Messtechnik haben. Und wie vorhin schon gezeigt, hat der hier einen Frequenzbereich von 1 MHz bis 6000 MHz und der hier einen Frequenzbereich von 1 MHz bis 8000 MHz. Und für heutige Darstellungszwecke werden wir uns mit dem hier mal etwas intensiver auseinandersetzen, um dann unsere Testwanze zu finden. Um erfolgreich eine Wanze finden zu können mit dem Gerät, muss man in seinem Umfeld, also in eurem Zuhause oder in deinem Zuhause, erstmal folgende Voraussetzungen schaffen. Zu einem ist es ganz wichtig, dass alle möglichen Störfrequenzen, Störsender irgendwie deaktiviert oder ausgeschaltet werden. Das könnte zum Beispiel euer eigener WLAN-Router sein, euer eigenes Handy oder Funkwecker, also alles, was irgendwie Signale sendet, erstmal deaktivieren. Für so einen Fall haben wir einen geschirmten Koffer. Wir selber packen dann zum Beispiel unseren ganzen Handys oder Smartphones in solchen geschirmten Koffer. Dann schauen wir mal, wo wir diese tolle kleine GSM-Wanze hier verstecken können und versuchen die dann mit unserem Gerät zu finden. Ganz klar ist auch, ich kann natürlich mit dem Gerät nur einen Messbereich feststellen, der auch sendet. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Wanze, die GSM-Wanze muss auch aktiv sein. Und damit die aktiv ist, muss natürlich, bei uns ist es eine Sprachsteuerung, das bedeutet, jemand betritt einen Raum, fängt an zu sprechen, dann wird die Wanze aktiv und erst dann, wenn die aktiv ist, kann ich die auch finden. Wenn sie quasi deaktiviert ist, dann habe ich mit so einem Messgerät auch gar keine Chance, diese Wanze zu finden. Da haben wir ein wunderbares Versteck gefunden. Das Telefon, ich nehme einfach mal die Hörmuschel, die ich abschraube. Dann nehme ich das ganze Innenleben raus und packe die Wanze mal rein. Und versteckt die hier. Wichtig ist natürlich immer bei Verstecken generell, hier ist keine permanente Stromversorgung. Also die GSM-Wanze ist irgendwann stromlos und funktioniert nicht mehr. Also immer, wenn man auf die Suche geht, auch ein bisschen mit Logik, hat der Angreifer Möglichkeiten, oft an die Wanze zu kommen, die oft zu wechseln. Oder war er nur einmalig da, hat sich illegal Zugang verschafft und braucht eine permanente Stromversorgung. Dann ist das natürlich überhaupt total unwirklich, hier was zu verstecken. Oder eben über das Telefon Strom extra ranführen und den Hörer damit versorgen. Jetzt haben wir das Gerät, ich schalte es einfach mal ein. Mit minimaler Stärke. Und wenn ich jetzt die Stärke einfach nach oben drehe, dann werdet ihr merken, dass obwohl die Wanze aus ist und alles hier im Raum aus ist, wir irgendwoher Signale bekommen. Ich mache das mal wieder leise, sonst zu laut. Und die Signale können aber auch vom Nachbarn sein. Wenn der Nachbar hier hinter der Wand seinen Router hat, dann fängt das Gerät natürlich auch dieses Signal ein. Also erstmal so minimal wie es geht, ohne dass das Gerät Ausschlag hat, schauen, einstellen und dann so nah wie möglich an die Verdachtsgegenstände ran mit der Antenne, um zu gucken, ob sich da eine Wanze, eine Funkwanze, GSM-Wanze befindet. Wie gesagt, zurzeit ist sie deaktiviert und wie man sieht, es passiert auch nichts. Kein Ausschlag, nichts. Und jetzt werden wir gleich mal die GSM-Wanze aktivieren und schauen, was dann passiert. Auch nochmal zum Verständnis. Die Wanze, die dort drin ist, die kann von jedem Telefon, egal wo auf der Welt, angerufen werden, wenn man denn die Nummer hat und kann dann mithören.
und es klingelt nicht. Also man selber jetzt bekommt das dann nicht mit, dass sie dann aktiviert wird. Und jetzt wird unser Spion die Wanze einfach mal aktivieren und wir werden mal gucken, ob das Gerät anschlägt. Das dauert immer ein bisschen. Und ihr seht, die Wanze wurde aktiviert. Dann wird eine Verbindung hergestellt zum Sendemast und dann schlägt das Gerät auch an. Und jetzt kann man je nach natürlich nach Empfindlichkeit und der Nähe das Ganze noch verstärken oder runterregulieren. Und somit kann man suchen. Das bedeutet, hier hinten habe ich schon wieder gar keinen Empfang mehr. Und wenn ich jetzt nah rangehe, ist das Signal schon wieder da. Also muss in dem Bereich auch was sein. Also anhand von dem Beispiel habt ihr gesehen, je nachdem, wie weit man schon mit dem Gerät wieder weggeht, wie doll man die Stärke, die Empfindlichkeit reguliert hat, so weit wie möglich runterregulieren, dass man dann im nahen Umfeld auch was feststellt und nicht gerade vom Nachbarn den Router bekommt. Und dann muss man eben sich auf die Suche begeben, wo es logisch wäre, eine Wanze zu verstecken. So eine GSM-Wanze mit einem Mikrofon dran, mitten in Erde einzubuddeln, im Blumentopf oder sonst wo, macht natürlich keinen Sinn, weil man dann einfach das Mikro, was ganz klein ist, verdeckt und dann gar nichts mehr hört oder nur noch gedämpft was versteht, wenn überhaupt. Also ihr habt gemerkt, man kann hier mit GSM-Wanzen finden. Wichtig ist wirklich mit der Stärke, mit der Empfindlichkeit, mit der Regulierung arbeiten, mit der Entfernung zu dem Objekt, wo man die Wanze vermutet. Hier hat man noch die Möglichkeit, ein bisschen über die Antenne zu regulieren. Aber ihr empfangt auch wirklich alles. Alles zwischen 1 und 6000 MHz oder zwischen 1 und 8000 MHz. Also alles fängt man damit ein. Mit logischem Menschenverstand rangehen, damit man nicht verrückt wird und in jedem technischen Gerät irgendwas vermutet, obwohl das Signal von ganz, ganz woanders kommt. Das bedeutet, mit sehr viel Feingefühl, mit sehr viel Akribie und Sorgfalt arbeiten. Ansonsten findet man auch keine Wanzen. Und das ist eben auch ganz einfache, preiswerte Technik, die man sich überall bestellen kann. Und natürlich gibt es auch noch Profitechnik. Das Ganze um einiges empfindlicher, bis zu 25.000 MHz, und man kann in analoger Technik, also bei analogen Wanzen, auch noch mit reinhören und so weiter. Aber da befindet man sich gleich bei ein paar tausend Euro, wenn man so eine Technik einsetzt. Natürlich haben wir noch unzählige weitere Messmöglichkeiten, Scanner, die man einsetzen kann, zum Beispiel den hier mit wunderbaren Wasserfalldiagrammen, und dann bekommt man das Ganze noch visuell erfasst. Natürlich gibt es die unterschiedlichsten GSM-Wanzen, so eine kleine hier oder etwas älteres Modell etwas größer, und in naher Zukunft wird es immer kleiner werden. Ich hoffe, du kommst mit meiner Erklärung klar, wie man so eine tollen kleinen GSM-Wanzen findet. Ich verzichte ja bei meinen Erklärungen immer bewusst auf so viel technisches Wirrwarr, und wen es denn interessiert und wer sich da auch immer so ein Gerät beschafft, da ist ja eine Gebrauchsanweisung bei, und da sind dann noch viel, viel mehr Details zu der ganzen Anwendung. Wem das Video gefallen hat, der lässt doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Wer regelmäßig über Neuigkeiten informiert werden möchte, abonniert einfach unseren Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, dein Christian. Ach ja, und wer es geschafft hat, das Video bis hierhin zu schauen, der lässt doch einfach mal das Hashtag GSM-Wanze da. Tschüss.